Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, willkommen zurück zum neuen Video zu Mountain Blade Bannerlord 2 Video. Und ja, ihr seht es unschwer. Ja, ich habe einen neuen Rechner und die Save-Dateien von dem alten haben irgendwie nur meine privaten Save-Dateien haben überlebt, komischerweise. Aber ich wollte sowieso nochmal anfangen. Alles gut. Ja, thematisch, wo fangen wir denn an? Also hier haben wir, bringen uns den Vorteil, also wir waren letztes Mal, glaube ich, die oder Kaiserreich. Aufbautempo, können sie behalten. Karawan könnte interessant sein, aber ich mag halt dieses arabische Flair, ist nicht so meins. Da will ich immer gleich einmarschieren, aber nicht drin wohnen. Wir nehmen hier diese Batania. Oder Sturgier. Weil 10% extra Geschwindigkeit für Reiter auf der Kampagnenkarte. Da haben sie es geändert. Oh, falsche Rasse. Entschuldigung, die meinte ich. Na, ja, dann machen wir lieber Tanja. Ich weiß aber nicht, ob ich die über die Sturgier nehmen soll. Ah, wenn ich jetzt Würfel hätte, würde ich auswürfeln. Ich habe Würfel. Ich habe immer Würfel. Entscheidungswürfel. Ich habe ja ein bisschen Tabletop mal früher gespielt. Da hat man immer Würfel parat. So, ich habe einen grünen und einen weißen. Ihr könnt es schlecht sehen. Grün hat gewonnen. 4 zu 3. So, dann machen wir das einfach so. So, hier will ich mich jetzt auch nicht so lange beschäftigen. Kleiner Augenblick. Ich glaube, ich. Bisschen leiser. Das ist ja immer noch recht laut. Ich muss immer noch gucken, wie das mit dem Up the ladders! Fall back! klingt irgendwie laut. Vielleicht ist es bei mir auch laut. Muss ich mal später gucken in der Aufnahme. Komm, wir sind ganz groß. Nein, sind wir nicht. Ganz klein. Kleiner ist eigentlich ein Vorteil, oder? Ich mach mich zum Zwerg. So. Ja, Gesicht kommen, passt schon. Wichtig ist immer Haare. Oh, erotisch. Bart brauchen wir auch. Da finde ich die Haare scheiße. Hier. Prinz Eisenherz. Der sieht scheiße aus. Der Bart, der gefällt mir. Zöpfe dran. Hätte ich auch gern. Aber so sehe ich eher normal aus. Das ist natürlich scheiße. Oh. Aus wie Jesus. Noch schlimmer. Ah, das sieht auch kacke aus. Ach komm, hier mal so ein Zopf. So, hier nimm mal rote oder braune Haare. Ist mir eigentlich Wurst. Komm, wir spielen Blondie. Weiter. So, das ist halt schon mal interessanter. Hier kriegen wir Werte. Wähle deine Familie. Das kennt ihr eigentlich auch schon. Das habe ich letztes Mal auch ganz, eigentlich rasend schnell vorbeigebracht. Komm, unsere Eltern waren Heiler. Darum haben wir schon mal hier Charisma und. Was haben wir hier noch? Schmiede habe ich letztes Mal genommen. Stammesangehörige, Förster oder Barden. Ich nehme Heiler. So, wähle deine frühe Kindheit aus. Eure Verführungsqualitäten. Ausdauer. Das sind gerade Handel und Reiten. Kommen wir in dem Ausdauer und ich mag es gerne, diese Einhandwaffen. Kämpfe ich gerne mit Einhand und Schild, das ist einfach das Beste. Finde ich. Zweihand ist auch geil. Stangenwaffen, Lanzen. Ich glaube, die lasse ich komplett aus. Ich werde hier auch nicht alles lernen. Ich will mich ein bisschen auf bei den Waffen fokussieren. So, was haben wir gemacht? Wie alle Dorfkinder habt ihr auf den Feldern geholfen. Ihr habt Schafe gehütet.
Bringt Ausdauer und Stabwurf. Stabwurf, Speerwurf oder was. So. Instand, Sachen instand gehalten. Steigert auch unsere Intelligenz. Finde ich eigentlich gut. Aber irgendwie müssen wir Gerissenheit und Soziales auch ein bisschen steigern. Aber ich glaube, wir machen mal Instandhaltung. Nee, Instandhaltung wollte ich nicht. Will nicht schmieden. Ich habe keinen Bock auf Schmieden. Da will ich keinen Punkt drin haben. Fuck, wir nehmen es einfach. Weiter. Wähle deine Jugend aus. Als junger Mensch, der in Kairadia aufwuchs, war der Krieg nie weit weg. Hier. Dann Wache in der Garnison. Dann kriegen wir einen auf Bogenschießen. Noch mehr Intelligenz. Spähen und Bogenschießen. Infanterie. Krieg ich Stangenwaffe. Hab Bock auf Stangenwaffe. Als Kind wart ihr bekannt für nichts. Ich finde... Also bei Belagerung nehme ich gerne halt im Bogen und wenn ich so ein Gefecht führe, bleibe ich immer zu Pferd und nehme eigentlich ja hier noch diese Stangen weg. Das sind fast One-Hits. Ach, nehme ich auch. Komm. Ich hätte auch gern Gerissenheit, aber... So. Wähle dein junges Erwachsenesalter, ja. Bevor ihr Leben voller Abenteuer begann, war dies eure Art. Ja, das klingt gut. Ihr habt einen Feind im Kampf besiegt. Wir kriegen da noch Stärke zu und die zwei Handwaffe, die ich auf jeden Fall haben will. Aber Gerissenheit und Soziales könnten wir was machen. Ausdauer. Ich nehme leider das. Ihr habt da euer Dorf vor einer Flut gerettet. Würde ich zwar nie machen, aber machen wir einfach mal. So, wähle Hintergrundgeschichte. Ich ganz kurz, was ich dafür kriege. Reiten haben wir auch noch gar nicht, ne? Ich glaube, ich nehme Gerissenheit 4. Kontrolle, Stärke ist jetzt echt... Aha, irgendwie habe ich mir Kacke jetzt im Moment. Wie viele Familien in Kairadia war euer Leben durch den Krieg umgestürzt? Euer Haus wurde bei einem Durchmarsch einer Armee nach der anderen verwüstet. Schließlich verkauft ihr euren Besitz und betrachtet mit eurem Vater, eurer Mutter, euren Brüdern und zwei jüngeren Geschwistern auf den Weg in eine neue Stadt, von der ihr dort hattet, was? Von der ihr gehört hattet, dass sie sicher seien. Aber ihr habt es nicht geschafft. Auf dem Weg dorthin wurde das Gasthaus, in dem ihr euch untergebracht wart, von Räubern überfallen. Eure Eltern wurden getötet und eure zwei jüngsten Geschwister entführt. Aber ihr und euer Bruder überlebten, weil ihr die Plünderer ausgetrickst habt. So. Wir heißen immer Heinrich. Geht nicht anders. So. Dann sind wir eigentlich soweit. Ja, es fehlt mir ein bisschen an Werte. So. Jetzt will ich Tod aktivieren. Denn im Solo weiß ich nicht. Also ich glaube, man stirbt erst richtig, bestimme, ob die Helden auf dem Schlachtfeld sterben. Nur die Helden, also ich nicht, oder was? Ich habe eigentlich gedacht, dass ich mal sterbe und eine Helden übernehme. Ich nehme es einfach mal. Bewegungsgeschwindigkeit auf der Karte, Bonus, sehr einfach. Machen wir, na komm, realistisch, Bewegungsgeschichten. Komm, einfacher Bonus. Schwierigkeiten bei Rekrutierung. Mache ich mal realistisch. Spieler Schaden erleiden. Nehme ich nicht realistisch. Nehme ich doch lieber sehr leicht. Befreundete Truppen. Befreundete Schaden. Das lasse ich mal.
Bisschen, ja, komm. Wir machen mal auf leicht. Alles auf leicht. Einfach. Wir machen alles mal auf einfach. Automatische Attributsverteilung bei Mitgliedern will ich selber machen. Aber ich dachte, ich sterbe. Ich hatte ja mal das schon ausgewählt, aber jetzt habe ich ja die deutsche Mod. Leider weiß ich auch gerade nicht, von wem ich die habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das letzte Mal schon dabei hatte, als ich beim letzten Video. So, das ist unser Bruder, das kennen wir ja auch noch, die Geschichte. Wir überspringen das Tutorial. Ja, na klar, die Neretz ist Tor halt. Das können wir. So. Damit Heinrich der Löwe passt. Einfach Heinrich. Familienname der Löwe. Wappen machen wir auch nochmal ganz schnell. Na, wo habe ich denn meinen Löwen, verdammt? Den Löwen nehme ich nicht. Da verwechsle ich nämlich immer mit dem anderen Löwen. Das ist mir der britische Löwe. Den will ich auch nie nehmen. Das ist eher ein Greif. Das ist ein hässliches Tier mit einem Ständer. Und nehmen wir den Löwen. Bisschen größer, genau. Flagge muss blau sein. Zack. Und verlassen wir mal. Wir sind aber auch noch nicht in unserem Bereich. Ganz kurz muss ich erzählen, ich habe eine Solo-Kampagne. Sind die, also ich habe mich mal mit allen Fraktionen angeschlossen, aber immer, also erstmal mit denen. Das Geile war, die haben sich hier richtig ausgebreitet. Ich habe aber nie eine Borg gekriegt. Dann habe ich mich von denen getrennt. Hab mich denen angeschlossen, weil die ganz, die hatten nur noch ein, zwei Städte. Und ja, dann wurden die quasi auch eliminiert. Dann bin ich halt weitergezogen. Die waren dann auch schon Geschichte. Die auch. Bin ich halt zu den Blauen hin, wollte die nochmal unterstützen. Aber sind halt auch nebenbei untergegangen. Ich habe aber überlebt quasi. Ich habe dann auch meine Borg gehabt, mich rechtzeitig von denen getrennt. Und ja, im Endeffekt gab es nur vier Fraktionen. Und bei den anderen vier, die noch existierten, das waren die, die unteren und die und die Grünen. Und ich habe es mit allen vier verscherzt, weil ich müsste erstmal richtig viel Arschkriechen machen, damit die mich wieder mögen, aber habe ich keinen Bock drauf gehabt. Weil ich habe die anderen Fraktionen, mit denen ich andauernd im Krieg war, habe ich natürlich ja, immer angegriffen. Und da die meine Borg immer versucht haben anzugreifen, habe ich dann immer diejenigen, die mich immer angegriffen haben, in die Köpfe abgehackt. Ganz einfache Sache. Aber dann hassen dich alle, wenn du das machst. Das musst du bedenken. Darum versuche ich jetzt eine Fraktion beizubleiben. Und ach, hier ist wieder mein Löwe, der ein bisschen rausragt. Ah, komm hier, die ersten fünf, den nehmen wir mal mit. Was habe ich denn überhaupt als Waffe, bitte? Ganz kurz mal gucken, ob ich schon auf Angreifen geklickt. Scheiße. Ja, was haben wir hier? Es gibt eine Steuer für die Passage in diesen Gegenden. Reisende, die entweder mit Münzen oder Blut bezahlen. Ja, wir bezahlen lieber mit Blut. So, Tutorial brauchen wir nicht. Was habe ich als Waffen? Ich habe Wurfäxte und ein kleines Messerchen. Oh, der Ton klingt aber stumpf. Alter, was ist denn da los? Okay, das muss ich leider später mal rumfummeln. Mache ich jetzt nicht während der Aufnahme. Aber das klingt normalerweise nicht so scheiße. Voll der hässliche Animationsfehler. Oh mein Gott, Early Access, ne? Aber es macht scheiße Spaß. Oh, wir haben einen getötet mit einer Axt. Alter, klingt das scheiße. Da haben wir keine Schilde. Na? Wollte ich mit der Frau,
mit der Faust in die Fresse hauen. Dich nehme ich noch. Oh oh. Ja, wie gesagt, ich habe einen neuen Rechner und... Ach, das ist alles kompliziert und nicht so einfach mit dem Sound irgendwie. Also bei Conan hat es funktioniert, bin ich der Meinung, und klang nicht so dumpf. Muss ich nochmal schauen, ein bisschen rumspielen. Bis ich es endlich wieder so habe, wie ich es immer schon hatte und wieder gut ist. Ach, wir sind noch so weit weg. Ja, das sind unsere Missionen. Der Clan hier, da was steigen muss. Aber wir brauchen erstmal ganz klar mehr Leute. Wie viele Leute kann ich gerade Maximum mitnehmen? 20. Ja, das ist schon eine schöne Zahl. Ab und zu brauchen wir einen Schluck Kaffee. Wir rekrutieren erstmal alles, was wir kriegen können. Und ein bisschen Nahrung hätte ich auch noch gern. Nehmen wir erstmal das günstigste, was es gibt. Was? So viel Kapazität haben wir nicht? Dann hab Dank. Nein, wird hier raus. Ah, ist noch ein weiter Weg. Aber wir müssen sowieso erstmal unser Clan-Tier muss steigen. Aber wir können, ich habe es vorher nicht so gemacht, aber ich würde es jetzt so machen, dass wir quasi erstmal hinreiten und überall uns schon mal so ein bisschen einschleimen. So Missionen machen halt. Aus dem Dörfchen. Das Speed. Rekrutieren. Nehmen wir auch alle vier. Die können zwar nichts, aber die nehmen wir erstmal mit. Ich habe nichts anderes. Oh, Plünderer. Oh, oh, ganz viele Plünderer. Ich glaube, die sind noch zu stark für uns 21. Die greifen wir besser nicht an. Am besten, dass wir immer in Überzahl sind. Ah, ich will immer Escape rausdrücken. Geht aber nicht. Ja, mit der deutschen Übersetzung geht das auch ein bisschen besser. Finde ich persönlich ganz gut. Vom 7 habe ich auch keinen Bock drauf. So, ich kaufe jetzt erstmal keine mehr. 18 reicht erstmal hin, falls wir dann doch irgendwie Plünderer eliminieren. Dann können wir vielleicht manchmal da ja, Gefangene nehmen. Ich laufe immer gern mit Gefangenen rum. So 10, 20 Stück oder so. Wo, von wem werden das Dorf angegriffen? Von einer Fraktion, die uns über... ja. Da machen wir mal nichts. Hier haben wir eine Mission. Der Gutsherr benötigt Zugang zu dem Plague-Bahn-Länder. Das ist erstmal eine Mission, die ich glaube ich nicht machen würde. Ich weiß erstens nicht, wo die Ländereien sind. Zweitens haben wir keine Beziehung. Ach doch, da. Schlachtet der arme Dörfler ab. Das ist ein Held. Wir warten mal. Wenn der den gleich angreift, unterstützen wir den, dann kriegen wir da schon mal vielleicht ein paar Bonuspunkte. Dann haben wir gleich eine Fraktion, die uns nicht mag, aber... Darf nicht... Oh, warum das denn nicht? Ich will dir auch helfen. Na gut. Schade. Ah, ist eine Festung, keine Stadt. Da brauchen wir nicht hin.
Na, die haben nichts zu tun. Es gibt Missionen, die sind eigentlich recht einfach. Also zum Beispiel hier töte Banditen oder so, die in der Nähe sind. Das ist immer, das sind gute Missionen, die zum Einstieg, finde ich. Hier die 11 Plünderer, die nehmen wir uns jetzt mal vor. Gucken wir ein bisschen vor. Die sind aber ein bisschen flott unterwegs. Der wird ja richtig schon Krieg gemacht. ...3,4 und wir haben 3,6, das heißt, wir holen die schon ein. Oh, wir kriegen sogar Unterstützung. Das sieht aber auch flott aus, der Typ. So, dann machen wir jetzt auch einfach mir folgen. Dass der Ton so stumpf ist, das nervt. Attacke! Das war schon. Oh, ich mach mal kurz einen Break. Das mit dem Ton geht mir dermaßen auf die Nüsse. Muss ich leider das Video schneiden, aber scheiß der Hund drauf. Da kannst du ja keinen antun, ey. Ein gebogenes Beil. Da hast leider nur eine Einhandwaffe. Na gut. Dann mache ich mal hier ein bisschen Tontesterei und würde sagen, bis gleich.
Everyone! Stay close! Eins. So, ich hoffe, jetzt ist der Ton besser. Hatte gerade mal eine Testschlacht gemacht. Klingt auf jeden Fall nicht mehr so stumpf wie gerade eben. Naja, ich muss da noch echt experimentieren. Oh, er hat eine Mission. Familienstreit, habe ich schon keinen Bock drauf. Also war ich bei den anderen Typen letztes Mal echt gesegnet. Da habe ich gleich die Mission gekriegt, die ich auch brauchen, also gebraucht habe. Also und Kampf, der fast gleich ist. Aber mit mir ist er halt besser. Ja, hat sich den Kampf angeschlossen. Die machen wir mal fertig. Footman! Shield Wall! Ja, die Stimme klingt vielleicht ein bisschen kacke. Ich habe einfach keine geile Stimme genommen. Die machen auch kein Schildwall, weil natürlich keine Schilde. Das sind alles noch Noobs. So, dann versuchen wir mal seitlich vielleicht schon mal ein, zwei wegzunehmen. Ja. Oh, nicht getroffen. Das Schwert ist zu kurz. Ich mach's gerne mit einer Zweihand-Axt. Ach, scheiße. Au! Au! Spinnt hier! Alter! Das krieg ich aber Steine ab, ey. Okay, okay, okay. Okay, einen haben wir. Zwei. Drei. Daneben. Okay, Gruppe. Attacke. Holt zu euch, die Bande. So, wir kümmern uns um die, die weglaufen. Okay, Schlacht gewonnen. Ich finde, die Musik ist noch recht laut. Ah, meine Katze ist auch gerade am Abdrehen. So, ist das... Ich hätte gern eine Zweihand-Axt und nicht so einen Dreck. Oh, da ist Mission. Er kann uns von der Schlacht erzählen. Wenn er nicht gerade wegrennt.
Ja, ich glaube, die Schlacht werden sie da verlieren. Junge, wo gehst du hin? Hier, zu dem Typen. Nein! Alter, nicht zu dieser Armee! Hä? So. Bleibt stehen, Fremder. Ich bitte euch um Frieden. Zumindest, bis ich herausgefunden habe, wer ihr seid. Ja, mein Name ist Heinrich, werter Herr. Darf ich nach euren Namen fragen? Ich bin Kaladok, Hochkönig der Batania oder sowas. Batania. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Ich bin Fürst von Marunaz. So. Eins sollten Sie über mich wissen. Ich bin ein sehr guter Freund. Und Sie wollen mich auf keinen Fall zum Feind haben. Ne, will ich auch nicht. Na, dann fragen wir ihn mal, was ist mit Neretzes Torheit gemeint? Nun, das ist, was einige Leute die große Schlacht von Pendrake im Jahr 1077 nennen. Kaiser Neretzes führte eine Armee in Begleitung von Kuzeit und Aserai an, um gegen eine Koalition aus Sturgir und Batanaya und Blandanian zu kämpfen. Es war eine Katastrophe für ihn, er starb darin, aber den Siegern erging es nicht viel besser. Gibt es noch etwas anderes? Ja, könntest du mir noch was über die Schlacht erzählen? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, aber es bleibt immer eine Zeit, über die gesegnete Schlacht von Pendrake zu sprechen. Unser geliebter alter König Ariel, ein wunderbarer Mann, aber mit einem vielleicht zu zarten Herzen, wollte nicht, dass wir in den Krieg ziehen. Aber dann verschwand er und ich, sein Schwiegersohn, stieg zum König auf. Ist ja komisch, wie verschwand er denn? Ist er untergetaucht oder hast du ihn untergetaucht, bis er nicht mehr atmen konnte? Die Clans riefen nach Krieg. Sie wollten sich rächen für die 100 Jahre Verbrechen gegen sie. Ich, der Vater meines Volkes, gab ihnen, was sie wollten. Jetzt setzt das Kaiserreich im Krieg Tricks und Fallen ein. Kein Batanier fürchtet sich davor, einen kaiserlichen Soldaten von Mann zu Mann zu begegnen. Aber wir dachten, es wäre ein guter Witz, ihre Tricks gegen sie anzuwenden. Also legten wir einen Hinterhalt auf beiden Seiten eines bewaldeten Passes und wussten sie das nicht? Nein. Sie marschierten direkt hinein. Sie drehten und verdrehten sich, als unsere Pfeile auf sie herabregneten, wie Fische, die in einen Teich verzweifeln, wenn man das Netz enger zieht. Dann, als sie sehr unruhig waren, griffen wir zu unseren Alxen, Flachsen und Schwertern und wiederholten die Ernte ein. Oh, später gab es einige Unannehmlichkeiten mit den Stugiern wegen der Kriegsbeute, aber was für eine großartige alte Zeit das war. Ich danke Ihnen. Ja, hat er uns so gerne erzählt. Ich möchte gerne in Ihren Dienst beitreten, aber hier sehen wir Clanstufe 1 oder Clanstufe 2. Also müssen wir leider noch mal ein bisschen arbeiten. Aber die Burg können wir ja später mal zurückholen, wenn wir selber mal ein bisschen größer sind. Aber gerade wird es nicht der Fall sein. Und da war noch eine Armee, aber zu spät. So, Rugan von Art Kalfall möchte, dass wir seine Tochter finden. Das können wir mal machen. Ja, im Hintergrund hört er meine Kleine, die wird gerade gewickelt. Ja. Okay. Sie spielt Sprinkleranlage. So, glaube nicht, dass ich euch kenne. Friede sei mit euch, Fremder. Ja. Mein Name ist Heinrich, verehrter Herr.
Ich bin Rugan und ich besitze hier in der Gegend das Land. Ich spreche für viele Menschen im Dorf. So, ich habe gehört, du hast Probleme. Ja, ich habe ein großes Unglück erlitten. Meine Tochter, ein eigensinniges Mädchen, wurde von diesem Unglück verzaubert. Ich habe ihr gesagt, sie soll ihn nicht mehr treffen. Aber sie wollte nicht hören. Jetzt wird sie vermisst. Ich bin sicher, dass sie von ihm entführt wurde. Ich biete ein Kopfgeld von 1650 Gold an, wenn sie zurückbringen. Sir, bitte. Bitte, Sir. Lassen Sie nicht zu, dass das Herz eines Vaters gebrochen wird. Ja, wir kümmern uns drum. Alles ist falsch. Er stammt aus einer niedrigen Familie, die immer in irgendein Landbetrug verwickelt ist oder mit bekannten Banditen zu tun hat. Jedes Dorf hat so ein schwarzes Schaf. Aber ich hätte nie gedacht, dass er meine Tochter an die Angel kriegen würde. Keine Sorge, wir finden sie. So. Ja, 2 Tage. Wir könnten, wenn wir jetzt einen guten Begleiter hätten, den Leute geben, dann könnte er das machen, aber das können wir leider nicht. So. Die werden sich wahrscheinlich nicht in diesem Dorf verstecken. Müssen wir mal ganz kurz ins Protokoll gucken. Die umliegenden Dörfer. Ja, da sind ja ein paar. Das könnten die sein, die schon markiert sind. Dann reiten wir da mal hin. Nee, die Plünderer will ich nicht haben. Entführte Tochter von Rugan. Sie fragen im Dorf herum, ob jemand Gwinner, die Heilerin, gesehen hat. Oder eine junge Frau mit den Zwielichten. Blablabla. Ja, haben wir jetzt rumgefragt, oder was? Gucken wir uns doch mal selber rum. Hat der eine Mission für uns, oder... Alter, springen wir hoch. Aber ich glaube, der hat eine Mission für uns, kann das sein? Ey, sind ja Schafe. Ich habe noch nie Schafe in dem Spiel gesehen. Ja, der braucht auch Hilfe. Da habe ich jetzt aber leider nicht die Zeit und Lust zu. Klingt der Ton jetzt wieder dumpf. Ist das mein Headset, was spinnt? Ja. Ich glaube, das war vorher wahrscheinlich nicht so. Das ist mein Headset. Super. Oh, die kämpfen. Aber jetzt ist die dicke Verstärkung da. Die kriegen... Oh, die gewinnen noch. Cool. Dann reiten wir mal weiter. Du fragst um das Dorf, ob jemand... Blablabla, blablabla. Dorfbewohner erzählen, dass ein junger Mann und eine junge Frau hierher gekommen sind. Sie haben es ihnen erlaubt, für eine Weile zu bleiben. Du kannst diese Gegend überprüfen und sehen, ob sie sich noch hier verstecken. Na, suchen wir nochmal ein Dorf. Alter, ist das laut. Aber das scheint hier da hinten zu sein.
Dieses Dorf habe ich noch nie gesehen. Da hinten mit der Borg. Wikinger-Schiff, würde ich sagen. Sieht echt nett aus hier. Steinkopf. So heißt der Typ. So. Wer sind sie? Sie sind einer der Kopfgeldjäger, die uns Rugan auf den Hals geschickt hat. Hören Sie, wir haben nichts Falsches gemacht. Wie Sie vielleicht schon herausgefunden haben, diese Frau und ich, wir lieben uns. Ich habe sie zu etwas gezwungen. Nichts gezwungen. Er hat recht. Ich lief mit ihm breitwillig weg. Ich liebe meinen Vater, aber er kann so solcher Tyrann sein. Bitte, Sir, du an Freiheit und Liebe glaubst. Ach, wenn du an Liebe... Ja, nee, ich glaube nicht dran. Ich verstehe, dass der Fall... Dass... Ja, Kleine. Bitte, Sir, ich liebe ihn, bla bla bla. Ach, komm. Ach, jetzt müssen wir sie überreden. Verdammte Axt. Das wird nicht klappen. Weil wir haben überall die übelst beschissenen Werte, ey. Ach, scheiße. Vielleicht hat er diese Pläne. Ja, komm, versuchen wir es mit Charisma hier. Das war ein Erfolg, aber jetzt guckt euch diese Werte an. Die sind echt scheiße. versuchen wir Verführung und Ehre. Vielleicht ist es ihre Pflicht gegenüber ihrer Familie. Unwirksam. Da weint sogar meine Tochter. Versuchen wir das Beste, was wir noch haben. Glaubst du, dass dir dieser Auch unwirksam. Wir haben immer noch eine Chance. Unwirksam. Super. So, ich bin kein... Ich akzeptiere das Duell, komm. Au! Oh, stirb du Schwanz. Ich hasse sie. Du hast ihn umgebracht. Ich kann es nicht glauben. Ich werde dich vom ganzen Herzen bis in meinen Tod hassen. Ja, mach wieder. Mach doch. Viel Spaß. So, eines Tages werden sie sehen, dass ich ihnen einen Gefallen getan habe. Packt zusammen, wir müssen los. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, zurück. Oh. Wo war der Typ überhaupt? Art Kalaf, okay. Hey, er hat sich um einen erhöht. Wow. Ah, da ist er. Wir haben die Tochter zurückgebracht. Der Pfeil hat auch auf sie gezeigt.
Ja, die wird uns jetzt nicht mehr mögen, aber scheiß der Hund drauf. Klantierstufe immer noch bei 0. Erpressung von Deserteuren. Klingt auch spannend, aber ich weiß nicht, ob wir dafür... Naja, versuchen wir es. Komm. Was erzählt er denn so? So, ich bin Kuhlhahn. Ich habe mein ganzes Leben hier gelebt, bla bla bla, ja. Wir haben gehört, du hast ein Problem. Nun, da du weißt, wie man kämpft. Nein, das wüsste ich immer noch nicht. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Eine Gruppe von Deserteuren hat sich in dieser Gegend niedergelassen. Sie kommen alle paar Wochen. Ja, ich weiß. Okay, ich kann helfen. Komm, machen wir. Dann müssen wir nicht einfach hier warten. Das ist ganz toll. Und dann kommen die auch schon. Dann müssen wir sie platt machen. Wer zum Teufel sind sie? Wenn sie in diesem Dorf leben, sollten sie besser etwas Silber und Wein auftreiben. Sie sehen lebhaft aus, was? Diesmal werden sie dafür kämpfen müssen. Attacke! Das Problem in diesen Dörfern ist immer... Ich hasse es. Move! Form a shield wall! Mouse! Get moving! Ah, ein Pferdchen. Die leben noch. Scheiße. Ah, bleib stehen, du Sackgesicht. Oh, da kommen sie schon. Ah, ich kann nicht reiten. Upsi, dupsi. Ja, den nächsten. Scheiße. Okay. Los, macht sie nieder. Ich habe kein Schild, ich traue mich nicht. Liegt hier vielleicht noch ein Schild rum irgendwie? Da ist einer. So, jetzt habe ich ein Schild. Los, hau ihn runter da! Der Feind flieht! Na, wir haben auch drei Leute verloren. Also einen Bauern und zwei von uns. Aber hier, diesen, den nehmen wir mit, den Reitern. Den können wir rekrutieren. Das ist ganz gut. So. Jetzt haben wir auch ein paar Truppen mit Schilden. Oh, endlich ein besseres Schwert. Was ist das besser? Ja. Wo ist mein Schild, verdammt? Ist auch besser. Leider nicht, das auch nicht. Axt nehme ich auch nochmal. Kopfbedeckung haben wir auch noch nicht gehabt. Und ein Pferdchen. Ja. War doch schon mal ganz
Ah, hier Armschutz haben wir auch noch nicht. So. Muss ich mit dir nochmal reden? Ihr habt doch die Töten getötet, Mann. So, hier ist, was wir versprochen haben. 900. Ich hoffe, das macht es das vergossene Blut wert. Wir nehmen nur die Hälfte. So, dann kriegen wir nämlich ein bisschen was auf Charisma. Charisma. Das habe ich schon gelernt. Wenn man nämlich den Leuten nicht das ganze Geld für die Mission abnimmt und auch, ja, mal, wenn man jemanden besiegt hat, quasi auch mal laufen lässt, dann kriegt man Charisma und Charisma und das ist ganz gut. Guck mal, da sind wir schon mal eine Stufe aufgestiegen. So, dann hätte ich gerne einen Punkt hier drin, einen Punkt in Reiten. Und dann nochmal einen Punkt in Zweihand. Ja, die ersten Stufen steigt man recht schnell auf. Ich sag mal bis Stufe 6 oder 7. Danach wird es schwieriger. Ich weiß auch nicht, was man machen muss, um auf Stufen aufzusteigen. Ob man da auch vielleicht auch nur Missionen machen muss? Ich hätte manchmal das Gefühl, ich habe Schlacht für Schlacht geschlagen. Da hat sich kaum was getan. Na gut. Aber ich glaube, wir machen hier erstmal einen Break. Und ja. Das ist erstmal der Start. Wenn es euch gefällt, mache ich natürlich ein paar. Ich mache eh ein paar Videos weiter, weil ich einfach Bock auf das Spiel habe. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch Ideen oder Anregungen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.